erstes Anheizen eines stehenden Rauchrohrkessels mit nasser Feuerbüchse. Der Kessel ist aus Kesselstahl gebaut. Die Rauchrohre sind aus Kupfer und eingeweißt. Der Kessel wurde umgerüstet auf Keramikgasbrenner. In der aktuellen Konfiguration leistet der Gasbrenner ca. 4,5 kW. Nach 15 Minuten ist ein Betriebsdruck von 2 bar auf dem Kessel erreicht. Die normale Füllmenge dieses Kessels beträgt bei Halbglas 4 Liter. Der Abstand zwischen maximalem und minimalem Wasserstand beträgt 1,5 Liter. Das heißt 0,75 von den 4 Litern. Also maximale Füllmenge, um im Glas zu sehen, 4,75. Minimale Füllmenge, wenn kein Wasser mehr im Glas zu sehen ist, ist 3,25. Damit ist der Kessel sehr robust im Verhalten. Gleichfalls neu die Kesselhaube aus Messingblech mit einem 60er Kamin. Der Feuerungsunterbau nimmt den 170 mm im Durchmesser messenden Gaskeramikbrenner auf, der zur Anpassung an unterschiedliche Leistungsanforderungen über 2 Brennzonen verfügt, eine zentrale und eine ringförmige außen. Das kann man jetzt in der Feuerung leicht erkennen. Die äußere wird jetzt zurückgenommen und verlischt. Es brennt nur noch die innere, die ständig in Betrieb sein sollte. Bei höherer Leistungsanforderung wird die äußere Brennzone wieder zugeschaltet. Beide Brennzonen haben etwa die gleiche Heizleistung, da sie die gleiche Fläche aufweisen. Der Betriebsdruck oder der Kesseldruck beträgt 3 bar nach einer Zeit von 26 Minuten. Und wie gut zu sehen ist, die Brennerleistung ist so, dass der Dampfdruck sehr zügig dem Betriebsdruck des Kessels zustrebt. Die Dampfpfeife, daneben das Hauptdampfventil, an der Vorderseite des Kessels der Manometerträger und die beiden Wasserstände. Halb links an der Rückseite des Kessels der Träger für die beiden Sicherheitsventile.
Die Sicherheitsventile müssen vor dem endgültiger Inbetriebnahme nochmal demontiert und gereinigt werden. Der Betriebsdruck oder der Kesseldruck beträgt jetzt 4,5 Bar. Der zulässige Betriebsdruck sind 6 Bar. Der Brenner arbeitet so, wie das geplant war.